Hallihallo, Hallöchen, meine lieben Freunde, und herzlich willkommen zurück zu The Division. Ich bin der Onkel, wieder mit am Start ist der Revano. Ja, Hallöche. Und der Crazy Freak. Guten Tag. Ich bin voll motiviert zu zocken, voll motiviert. Wir haben jetzt den Einsatz. Ja, du bist voll motiviert, Entschuldigung. Nee, ich wollte nur sagen, denn wir haben, genau wie du schon gesagt hast, Punkte zum Verteilen für eine neue Einrichtung. Und ja, ich bin gespannt, was uns da erwartet. Bam! Dann würde ich sagen, werde ich mal hier Dings machen. Aber Blitzreise lohnt sich gar nicht. Das dauert, glaube ich, länger, als wir mal hinlaufen. Nee, 200 Meter. Da rennen wir echt so hin. Weil das sind die Ladezeiten länger als unser Laufweg. Richtig. Und vor allem ist ja gerade noch mal Elektroteile. Relativ. Hell ist es und schön. In dem Apple Store wieder. Mhm. Ich hab schon wieder Feinde gehört. Die haben gesagt, wir werden löschen. Komm her, löschen. War in der Kiste nichts drin? Wieso? Ich stärksten überleben. In der Kiste waren Elektroteile. Dam. Ah, ich weiß, die kriegst du. Ich frage öffnen Sie die Tür öffnen, dann geht's nach draußen. Ach, ich bin da verarscht wohl. Ja. Ghetto-Gang ist das hier. Aus der Tür raus und alle weggerotzt. Zack, zack, zack. Der Überraschungseffekt. Da sind noch mehr. Wollen wir sie rotzen? Hier rechts um die Ecke. Irgendwie über die Mauer oder? Boah, meine Granate hat mich fast gekillt. Links oder kommt ein Knüppel, Bruder. Ach. Genau, vor mir umgefallen. Ja. Ja, die kommen halt mit einem Knüppel zur Schießerei, ne? Ja, natürlich. Mach ich auch immer, ne? Zur Schießerei mit dem Baseballschläger. Haben sie in die Geschichte nicht aufpasst. Das hat wehtut. Müssen aber noch irgendwo Gegner sein, weil das Radar oben noch. Du ist. Guck mal hier hoch geht's. Ach nee, das ist ja, ist das, das hier mit den. Ach so, nee, da waren wir schon. Mm. Okay, dann würde ich sagen, wir laufen mal weiter. Ja, zum Hauptgebäude sind ja fast da, 150 Meter noch. Und dann geht's wieder viele, viele Videos, Geschichten, überlegen, was wir wieder Ratte ausbauen. Wird geil. 66 EP für eine Ratte, yeah. Ey, ich hab die auch bekommen. Was machst du, Crazy? Ich hab auf Ratten geschossen. Eine fette Ratte. Das lässt ja nicht gleich dein komplettes Magazin für eine Ratte entlernen. Der muss ja nicht, ne, so klein. Ja, der trifft nicht, so wie du bei ich hab mit einem Mal. Schuss eine Ratte gekillt. Ne, nochmal so, ja. Gerade eben. Ja, die waren weiter weg. Achso. Der Crazy muss schon mit Funk Ersatzmunition anfordern. Wie ist das passiert? Warum haben sie alle Munition weg? Oben, ja, der kommt wieder, da muss hier nicht Unterstützung anfordern für die eine Ratte. Zwei Ratten, drei Ratten. Helikopter, Helikopter, schnell kommt. Wir brauchen Unterstützung für die Ratten. Ach, da gucken sie schon. Die Ratten. Du Ratte. Ich finde das so geil, wie die umfallen. Die sind umgefallen wie die kleinen Ratten. Kein Loot. Radikal. Ich krieg Loot, aber alles Kack-Loot. Kack-Loot. Beschwer dich beim GM. Sag, du bekommst nur Kack-Loot. Kack-Loot. Postamt. 60 Meter. Wir sind fast in unserer Heimatbasis. Ja, ich gibt nochmal einen Zivilist. Mir gibt nochmal einen Zivilist. Paul Rhodes. Ein Zivilunke gibt's da. Was krieg ich denn? Oh, Militärstiefel. Oh, ups, Entschuldigung. Ey. Ich krieg nur Kackpuffen. Komm, du Kackpuffen. Komm, dann geht's weiter. 70 Meter. Warte, ich will mir die neuen Schuhe anziehen. Neue Schuhe. Ich hab so viele Schuhe, ich weiß gar nicht, welche ich anziehen soll. Die Schüppchen. Die Schüppchen. Schüppchen. Wir sind so dankbar. Ist kein Problem. Dankbar, ich bin so dankbar. So, dann gehen wir hier rein. Ja, wir gehen im Technikflügel und dann klicken wir gleichzeitig an, ne? Dass wir alles Video sehen. Ja, ja. Jetzt gibt's ein neues Thumbnail. Das sowieso. Hm. Also einmal geradeaus, Treppe hoch. Erstmal auffüllen hier. Mhm. So, oder? Ja. Schön, bin schon da. Ja. Sag Bescheid. Ist wieder so ein mit Paul Rhodes steht da. Moment. Ich denke, das sieht cool aus. Wenn ihr davor steht, sagt er Bescheid. Paul Rhodes, meinst du? So, Rhodes. Ich stehe davor. Steht ihr alle davor? Ja, okay, dann würde ich sagen 3, 2, 1, drücken.
Hey, ich bin nicht sentimental, aber Sie haben mich da rausgehauen, also danke. Ich weiß, Sie erwarten mehr als einen feuchten Händedruck dafür, meinen Arsch gerettet zu haben. Zum Beispiel den Scheiß hier zum Laufen zu bringen. Ah, Regierungsstandard, verstehe. Schön, dass die Messlatte noch immer so tief halten, dass selbst Kakerlaken einfach drüber hopsen. Wollen Sie Qualität? Kaufen Sie es privat. So läuft das in Basra. Also ja, die Stadt lebt nicht vom Furzen und guten Absichten. Strom, Wasser und das Ganze drum und dran. Nicht, dass Sie der Erste wären. Hab gehört, ein paar von euch sind verschwunden, als die Scheiße losging. Dazu hätte ich ein paar Theorien parat. Ich meine, wenn Sie da draußen die Stadt neu verkabeln, stochern Sie rum, sehen Sie, was Sie finden. Vielleicht war es das Virus oder die Chaoten oder die Stadt hat ihr dreckiges Maul geöffnet und sie alle verschluckt. Ich würde es glauben. Ist schon mal passiert. Meine Frau hat sie auch verschluckt. Ein Wunder, dass ich noch hier bin. Das heißt, ein Pessimist ist ein desillusionierter Romantiker. Tja, wer immer das gesagt hat, ist ein Arschloch. Na los, finden Sie was raus. Ich sag Ihnen, was Sie zu tun haben. Passen Sie auf, dass diese Scheißstadt Sie nicht auch noch verschluckt. Mega nice. So. Jo. Ja, Crazy hat mir jetzt den Anfang vom Dings versaut, von dem Video. Ich hab nichts gemacht. Doch, weil bei dir der komische Sound im Hintergrund ist. Ist das Problem, dass hier dann ist ja das Problem, dass wenn dann Ton durchkommt, der Ton vom Spiel ja runtergedreht wird. Und deswegen ist das jetzt ziemlich unkoordiniert gewesen. Ich hier nichts für. Ja, deshalb mache ich den Ton im Elgato aus bei Zwischensequenzen. Ja, hättest du ja auch das Fenster zumachen können. Fenster ist zu. So, okay, dann würde ich sagen, Laptop benutzen. Gucken wir mal, was man hier so ausbaut. Boah, das sieht ja mega geil aus. Wo ist denn der Laptop? Wartet mal, muss ich da wieder runter? So, Steuerraum. Laptop ist oben. Ah, ich habe mich. Jeder Flügel hat 10 Ausbauten. Okay. Ja, der Tech-Flügel. Jeder Ausbau trägt prozentual zum Fortschritt des Flügels bei. Ja, genau. Laptop benutzen. So. Ja, ist ja im Prinzip immer dasselbe. Führen Sie den Ausbau durch. Ja, natürlich. Ja, zack. Das sollte gehen. Steuerraum habt ihr jetzt erstes, ne? Neue Fertigkeit. So eine Maschinengewehr und. So. Das MG, das gab's doch aber schon in der Beta. Warum gibt's das hier nicht? Ach so, weil das dann per Level freigeschalten worden. Und hier wird's aber so was freigeschalten. Das. Na, das, das kleine Geschütz. So, ich hab noch. Oh, 320 nur. Oh, du kannst doch bloß noch eins ausbauen. Das ist hier teurer. Okay, was haben wir denn hier? Taktischer, und zwar Zentralheizung, taktischer Vorteil, Talent, Abschießen, Bewegung, Deckung, bla 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 bla. Vorteil, Müsli-Riegel, Stärke, die Wirkung. Wow. Ressourceneinschätzung zeigt alle Division Tech Anfertigungsknoten auf der Karte. Dark Zone. Der Dark Zone. Verbesserungen, Wertetausch, entsperrt Objektwertetausch in der Verbesserungsstation. Im Endeffekt brauchen wir eigentlich nur Verbesserung und Zentralheizung, ne? Kannst du aber nur eins holen. Irgendwann werden wir schon mal in die Dark Zone gehen, ne? Aber noch? Ich würde sagen, schon mal Verbesserung. So. Klingt gut. Wir gucken uns gleich mal an, was wir jetzt alles gekriegt haben. Und zwar habe ich jetzt dieses komische MG. Ich glaube, ich werde das auch benutzen, das MG. Ja, mache ich auch ein. Statt wie? Die Deckung. Dann lasse ich. Also ich mache Granaten und MG. Ja, und was ist jetzt mit der Deckung? Ja, aber ich sag mal, mehr Schaden auszuteilen. Ich glaube, wenn wir da ein paar MG stehen haben, dann machen wir auf jeden Fall ein bisschen. Na, ich nehme dann, dann lasse ich Granate drin. Ja, dann nehme ich das MG nicht. Der Granate gehört, du hast doch dein Sonar. Ja, und Granate drin. Mhm. Ja, Sonar. Während einer Bewegung von Deckung. Ja, ich lasse Granate drin und Sonar. Kein, weil wenn du das nimmst, warum sollen das zwei nehmen? Während einer Bewegung von Deckung zu Deckung verringert sich der erlittene Schaden um 30%. Ja, das Geschütz ist auch nur für eine bestimmte Zeit immer, ne? Das kann auch weggeballert werden, ne? Stimmt, das geht. Ja, ich hätte das mit der Wand natürlich bei Rivano lieber gehabt, ne? Ganz gegen von mir lieben angelegte Fertigkeit verlängert die Dauer der Fertigkeit um 10%. Dann nimm du das Geschütz, dann lasse ich die Wand erstmal. Weil wenn ich noch später noch was update, kann ich die Wandverbesserung noch erhöhen. Dann gibt es eine stärkere Wand. Ganz neu. Machen Sie eine Kaffeepause. Erweitert. Ah, Inventar um 10 Plätze erweitert.
Und halt hier technischer Flügelausbauverbesserung, entsperrte Objekt, Wertetausch. Mhm. So, Talente. Ich hab Talente. Was, wie soll ich jetzt das Geschütz nehmen und du nimmst das andere oder was? Wieder. Ja, die Wand. Ich bleib bei der Wand erstmal. Aber es gibt später wirklich sowas, das heißt mobile Deckung. Da kommt wirklich eine Deckung mit. Er schafft eine zeitweilige Deckung für eine Person, die den normalen Schutz einer Deckung bietet, bis sie zerstört wird. Aber dafür müsste das erstmal dann halt leveln, ne? Naja, klar. Okay, dann hat Crazy die Rakete. Die Rakete, sag ich schon. Hat Crazy denn die Granate hast du noch ausgerüstet, ne? Dann haben wir eine Granate, ein Geschütz, eine Wand und ein Sonar. Ich hab Granate und ich habe wie heißt das andere Ding? Erste Hilfe. Genau, das ist Erste Hilfe. Haben wir bloß noch nie, hast du bloß noch nie benutzt, oder? Mit der Erste Hilfe. Ich vergesse es jedes Mal. Ja. Na, es ist besser, wenn jeder andere Attribute hat, weißt du, dann kann man sich da ein bisschen besser reinteilen. Die Talente musst du dir eins aussuchen, was dir gefällt, ne? Naja, ich behalte das, was ich habe. Hat mir nicht so gut gefallen. So. Wir können die Infrastruktur überwachen. Wärme, Wasser, Elektrizität, guter Schachzug, Agent. Die Verbesserungsstation ermöglicht es Ihnen, die Boni und Attribute Ihrer Ausstattung zu modifizieren. Gegen einen bestimmten Währungsbetrag können Sie eine Eigenschaft eines Ihrer Ausstattungsteile durch eine andere zufällige Eigenschaft ersetzen. Aha. Nachdem ein Objekt verbessert wurde, kann nur die modifizierte Eigenschaft noch einmal ersetzt werden. Allerdings jedes Mal zu einem höheren Preis. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt hier hingehe, kann ich... Ach, hier hinten. Müssen wir doch gleich mal probieren. Nee, wo? Sie machen meinem Bastlerherzen echte Freude. Ein Bereich, der nur für die Reparatur, Aufbereitung und Verbesserung von Waffen und Geräten reserviert ist. Hier kann ich mich voll austoben, Agent. So. Mhm. Ja, da gibt... was steht hier? Während eine Bewegung von Deckung zu Deckung verringert sich der erlittene Schaden um 10%. Erlitten. Oh, Alter, ein schwieriges Wort. Ach, jetzt hier. Ach so, okay. Ich kann jetzt zum Beispiel auf den Holster gehen und kann dort... Kannst du ihn noch warten. Okay, das ist sehr cool. Wenn du Mods hast, heißt es. Nö, du kannst, du hast ja, das ist das Ding, zum Beispiel diese blauen Sachen, die haben ja noch Werte links stehen und die kannst du verändern. Zum Beispiel 26% Schisswaffen, 127 Lebenspunkte, 450 exotischer Schaden und so Zeug. Und die kannst du, warte mal, kann man das, aber das ist ja austauschen, das heißt ja nicht, du kannst sie verbessern, oder? Verbesserst du die da oder tust du austauschen? Austauschen. Was? Ach, mögliche Verbesserungen stehen dann rechts. Ah, ich sehe schon, okay. Meinst du die Mods jetzt, ne? Oder? Ja. Ich weiß nicht, über was du gerade redest. Ich bin hier gerade. Da musst du mal an die Verbesserungsstation gehen und dann siehst du das auch. Ach so, ja, da tauschst du aus. Ach so, das ist aber auch zufällig, sehe ich gerade, oder? Ja. Ja, da steht aber von bis, also was du kriegst. Ja, aber das ist zufällig. Und das ist doof. Das ist richtig. Kostet 2750 Credits. Was sind diese komische Fertigungs? Das ist unten, ne? Oder was? Oh, das lasse ich mal lieber. Das ist uninteressant erstmal. Wo sind die Fertigungsstationen? Ist hier unten? Nö, gleich hier rechts. Wenn du einfach umdrehst und nach rechts. Achso, okay. Hier. Ich habe jetzt gerade mir eine Waffe gekauft, liebe Freunde, und zwar die für 4000 mit 3800 Schaden hatte ich schon. Jetzt baue ich noch meine ganzen Mods dran. Mal gespannt, was die gleich für einen Schaden reinhaut. Warte mal, lieber Rivano. Aha. Also verbessern ist, alles was du hast, kannst du praktisch verbessern. 3892 mache ich jetzt. Aber nur einmal. Also du kannst dann auch noch verbessern, aber dann tauschst du es halt nur aus, ne? Können Sie hiervon irgendwas gebrauchen? Nö, warte mal, ich hatte doch... Vielleicht das nächste Mal, ha? Und eine
gesehene Aufklärungsdaten haben wir noch. Was? An diesen Aufklärungsdaten haben wir noch was da stehen. Rede doch mal bitte Deutsch, was meinst du? Er hat Aufklärungsdaten. Ja, wenn du auf Option-Menü drückst, oben links, ist was Neues dazu. Achso, das habe ich schon gemacht. Ja. Das ist das Telefondings. Ich habe eine riesen Auswahl. Denke ich mir. Also hast du dir wohl hier unten dieses Scar, oder was hast du geholt? Die Scar, die da unten gab, oder was? Die Waffe heißt. Mit mir stimmt was nicht. M4, Polizeiversion. Ja, die habe ich auch. Aber die hat ja bis 3008. Naja. M4 ist 3008. Aber gut. 3892 habe ich jetzt. Ja. Ich hatte vorher weniger, 400 weniger. Ich könnte mal was für meinen Defiler vorgebrauchen. Okay. Der Rest ist alles schlechter. Die wissen zu schätzen, was wir tun. Also bauen ist auch Schwachsinn, das ist alles schlechter. Hey, ich hab was sie brauchen. Alles Sonderangebote. Modshändler. Schwachsinn. Hä? Nee, ich wollte hier hin. Ausstattungshändler. Ich brauch dringend Schmerzmittel. Geh einmal raus und wieder rein. Ich schau mir mal an, was sich dann im Techniklager alles getan hat. Ballistischer Schildschaden brauche ich nicht. Weg. Oh, hier gibt's den eliminierten Schoner. Auf Granatenschaden. Boah, das Zelt draußen, ey. Ich glaube, den werde ich mir auch holen hier. Obwohl, der hat gleich mal. Ach, der hat plus 8. Hä? Ach, das sind hier, ist ja Ausdauer. Boah, nee, das wird zu viel. So, gehen wir gleich nochmal hin, aber da hinten kriege ich nochmal eine Klamotte neu. Ach nee, das habe ich ja mit meinem Offline-Charakter. Ach, was haben wir denn noch? Das ist nur der eine Bereich. Ja, mehr kann man nicht sein. Mehr können wir nicht machen. Weil wir keine Punkte haben. Kann, glaube ich, gar nichts großartig machen. So, jetzt wieder ein ganzer Part. Ja, aber das ist einfach so, ne, wenn wir hier erstmal den ganzen Part nur ausbauen. Ja, das passiert halt mal das Öfteren, ne? Richtig. Wenn wir halt genug Punkte haben, dann. Ja. Ist halt so. Ist halt so. Ist das ein Rollenspiel? Also, siehst du, uns fehlen, also mir zumindest. Ja, für die Leute, die sich jetzt wundern, die jetzt gerade eingeschaltet haben, oder das erste Part sehen, warum bin ich jetzt raus und wieder reingegangen? Weil sich dann hier drinnen die Leute erst. Also, du musst erstmal einmal rausgehen. Also, wenn du hier auf den Freischaltest, einmal rausgehen und einmal wieder reingehen und dann sieht man erstmal, was hier dann die Leute sind dann neu. Also, es synchronisiert sich mit dem Server. Genau. Es synchronisiert sich, dass dann der Bereich sozusagen erstmal neu aufgebaut wird. Genau, aber sieht man erstmal, was man ausgebaut hat. Und ihr habt auch jetzt vor dem Medizinflügel eine Schlange, die sich da anstellen, die zum Arzt wollen und so. Alles neu, voll cool. Hä, der medizinische Flügel, da stehen die schon ewig. Aber das ist richtige schöne Schlange hier und alles. Ja, da stehen die schon ewig. Die stehen seitdem wir den medizinischen Flügel ausgebaut haben. Und das sehe ich jetzt, ich habe das gar nicht so drauf geachtet, aber es ist cool, da stellen die sich richtig an hier. Ja, okay, der eine tanzt sogar. Ja, gehen wir mal wieder raus. Genau. Ich gehe mal. Ach nee, wir werden nicht wieder gehen. Dann kannst du wieder. Das halbe Spielverlauf vergessen. So, ist das hell hier draußen. Leckt mich am Arsch. Ja, Sonne scheint. Zinkt und lacht. Sonne shining. The weather is. Aber Onkel, Verbesserung ist links, nicht rechts. Mal so, nebenbei. Eine schicke Waffe. Ja, ich habe vorhin gefragt, wo ist denn Verbesserung? Ja, wenn du dort, da habe ich gesagt, dann drehst du dich rum und dann rechts. Wo du ausbaust, drehst du dich rum und rechts. Achso, ich dachte, wenn du reinkommst, rechts. Da dachte ich so, hä? Nee. Links. Nee. Ich dachte ja, du stehst da immer noch dort, weil du gesagt hast, du stehst da. Ich stand ja da, war ja richtig. So, Moment. Ich guck mal aufs Radar. Da können wir uns ja schon mal die nächste Mission aussuchen. In der Zeit kann ich ja schon mal sagen, liebe Freunde. War auf jeden Fall ein sehr cooler Part. Wir haben jetzt den medizinischen Flügel. Flügel.
Und wir, ich würde sagen, wir grasen jetzt mal wieder ein paar Nebenmissionen ab. Ich bin gerade auf der Map. Crazy. Achso, weil hinten an der Wand siehst du wieder schön, wie der Schatten wandert. Und würde ich sagen, wir fangen hier mal an. Wir arbeiten jetzt mal Nebenmissionen ab, dass wir das auch mal wegkriegen. Ja. So, zack, besitzt. Und dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen wieder. Wir arbeiten uns da durch bis dahin und dann geht's da ab und dann geht's dort ein Kabum und dann geht's weiter. Ja, würde ich sagen, vielen Dank, bis morgen. Ciao. Ciao. Tschüss.